Hallo und herzlich willkommen im Sportsinn auf meinem Kanal. Ich begrüße recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zur Freitagsausgabe des BR Pros. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und auch einen Doppelsieg in der letzten Ausgabe am Donnerstag versuchen wir heute natürlich dies auswärts fortzuführen. Wir treten nur gegen Vancouver. Wir haben ein paar mitgereiste Fans im Petto. Aber sonst leider keine Vorteile und unsere Gastgeber, die Vancouver Canucks, haben den Angriff und die Tore auf ihrer Seite. Aber wir werden das Ding schon rocken hier am 23. Spieltag. Es spielt der 8. gegen den 13. Wir müssen schauen, dass wir so viele Siege wie möglich einfahren. Damit, dass wir uns wieder an die Spitze kämpfen. So, auf geht's. Und ich verliere. Kugel mal wieder rum. Ich war in der besseren Position zwar gewesen jetzt beim ersten Versuch, aber das ist ja nur meine Meinung. Das war jetzt nur meine Meinung. Laufen halt die Bank. Vancouver 1:0. Jetzt werden wir gleich ausgleichen versuchen. Uli Wingmer. Auf der Uhr. Jawohl, 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 jawohl. Hätte funktioniert, aber da hinten war keiner von uns. Gerade kurz erstes Drittel bis jetzt. 1:0. Fürs erste Drittel. Uli Wingmer wenigstens. So. Faden hat nicht funktioniert.
Wir probieren Druck machen. Ah, Teufel noch eins. Auch nicht. Hätte funktioniert, vielleicht, eventuell. Jawohl. Auch nicht. Aus hier. Mit auf die Bank. War zu 0. Richtig. Nicht gut. Ah, das ist richtig schlecht. Zwei Tore aufholen. Jawohl. Setzen. Letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Wir müssen jetzt mindestens 3 Tore schießen. Und die verloren. Kim schon. Und Anschlusstreffer vom Matchspiel. Hervorragend. 11. Tor in dieser Season. Jetzt sind 25, 8, 26, der Ausgleich muss jetzt her. Ach, der Schuss, aber da war keiner, der wo es noch auffangen hätte.
Oh, der im Sieg, der hat ja auch schon lange. Geht sie für Minimaus? Wir verlieren mit 3:1. So viel wie 19 Punkte als Topstorger. Vancouver hat einen Star, einen zweiten Star und einen dritten Star. Haben wir gar keinen oder Griffen. Der 13. besiegt den 8. Naja, wo eine Siegesserie endet, von Ganayu. Okay, everybody, let's take a quick look at some of the final scores around the league tonight. The Jets were in a dogfight on the road against the Canucks. Vancouver pulls one out in a nail-biter. Let's take a look at this time at some of the other final results around the league tonight. The Canadiens were hoping to take a bite out of the Golden Knights. Montreal torches the opposition Anaheim with a big night offensively. Lass mich kurz schauen, wo liegen wir denn well, so ungefähr? Let's take a look at how the standings were impacted with some of the final scores around the league tonight. The Jets took to the road to match up with the Canucks. Dritten Platz in der Division. Always persevered and they get the win. Und in der ganzen Liga bleiben wir auf 8. Wenigstens ist das gut. Die Nashville, Montreal tore it up. Wir müssen gerade das nächste Spiel gewinnen. Dann sind wir auf dem 7. Platz. Vielleicht sind wir sogar auf dem 6. Platz. And they get the 2 points. Don't go anywhere. We've got much more here on the show. Da bin ich wieder auf dem 2. Passt. Passt. Ja, der 8. gegen den 27. Okay. Der 8. gegen den 27. Auswärts. Wir haben ein paar mitgenommene Fans plus die Verteidigung und die Ducks haben Angriff und die Tore auf ihrer Seite plus den Heimvorteil und die komplette Halle auf ihrer Seite. Aber macht nichts. Wir kämpfen, meine lieben Sportsfreunde. Wir kämpfen. Kulik Wingmar ist schon mal gut. Als erstes Tor geht an die Jets durch den Tiroler, durch ein Spiel. 12. Tor in dieser Season. Da sitzt er auf dem Hosenboden. Thank you.
Ah, komm schon. Ah, das war zu viel. Das war jetzt eindeutig zu viel. Zwölf 26. Ich weiß, sie müssen. Der blaue Pfeil hat man so gesagt. 9-12. Und das zweite Tor am heutigen Abend. 13. Tor in dieser Season. Und die Kreuz am Hattrick. Ah, Teufel noch eins. Das geht jetzt gleich aus. Schnelles Tor, schneller Hattrick. Aber der Anaheimer Goalie weiß wahrscheinlich jetzt um die Gefährlichkeit meines Schusses. Schade. War jetzt cool gewesen, im ersten Drittel einen Hattrick nur zu schaffen. Aber zumindest mit zwei Tore haben wir geschafft. Uli verliere. Angefangen, das ist schon mal gut. Wir geben meinen Kollegen wieder zurück zu mir. Komm schon. Jawohl. F33. Anschlusstreffer von Anaheim. Schwarz schafft man Shootout nicht.
Teufel, noch eins. Aber jetzt muss klappen, jetzt muss klappen. Jawohl, da ist er! Hattrick! 14 Tore in dieser Season. Nur Hattrick plus oder ein paar Assists noch und dann bin ich wieder Topstorger. Kolleg Wingmer. War nicht. Hattrick plus 15 Tore in dieser Season. Viertes Tor in dem Spiel. Das muss man jetzt Punkte einbringen. Ich weiß gar nicht. Machen wir Führung verteidigen. Manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Drittes Drittel, 17:09. Passt, hervorragend, hervorragend. Allein meine 4 Tore. Also haben meine Kollegen hier meist quasi so einen guten Tag. Jawohl. Und ein Assist habe ich. 9 Assists in dieser Season. Schauen wir mal. Sechs war es, okay, hat nur mehr einer ausgeschossen. Hehe, HP hat dann Schuss versaut. Okay, jetzt hab's mir nachversaut. Hetzenspruch, wo es hieß, bleibst du, musst auflecken.
Komm schon, Kim, lasst mich durch, lasst mich durch. Ein Assist habe ich noch. 10 Assists in dieser Season. A100 gesamt. ...7:1 Gewinn macht, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. ...33 Punkte für die Tabelle. Bei 20 Punkte als Topstorger. Vermute mal, dass ich jetzt auf der 1 bin. Ein Tor, ein Assist auf dem dritten Platz. Ein Tor, zwei Assist. Und bei mir sind es 4 Tore, 2 Assist. Das heißt, wir haben 6 Tore. Wir haben 5 Assists. Schließen wir das Ding einmal an. Time to take a look at what happened around the league as we check in on some of the scores. The Jets were hoping to fly high on the road against the Ducks. Winnipeg pile-drive their opponents with a huge offensive night. Well, with this one all in the books, let's get you caught up on some of the other final scores around the National Hockey League. The Stars were in a dogfight on the road up against the Oilers. Edmonton torches the opposition with a big offensive output. The Bulls were looking to grab points on the road against the Avalanche. Tampa Bay pulverizes their opponents with a big offensive night. Hey, we got to take a quick pause for the cause, but we got a lot more on the other side. Don't even think about this. Das letzte Mal gar nicht geholt. Ich habe mir schon zweimal. Achso, mit die Jets. Mit die Jets, da sind hui wahrscheinlich in Folge. Mitte der Saison erreicht. Haben wir Mitte der Saison? 25. Spieltag.
Vor 20, vor 82 ist er da nicht. Ist ja da nicht. Mitte der Saison, oder habe ich mich jetzt mit meiner Liste verzögert? Let's take a look at some of the scores of what went down. The Lightning paired up with the Blues. St. Louis toughs one out and pick up the win. The Hawks took to the ice to lock up with the Penguins. Chicago proved to be a little too much to handle in this night. The Canes had an on-ice collision with the Senators. Ottawa toasted the opposition with a humongous offensive output. We gotta take a quick pause for the cause, but we got a lot more coming up on the other side. Sie bringen eine neue Serie von Schlägern raus und wollen. Nein, du sprichst einen Schläger, Geld. Diplomatie war gut, wenn wir wieder Freier scheiterten. Aber Kohle gibt es auch dafür. Hoffe ich einmal. So, ja, jetzt geht's rund, sag einmal. Weiter. Wollen wir es damit überzeugen? Nicht überzeugt. Einen Punkt holen. Ja, einen Punkt, das ist noch. Das wird möglich sein. Hoffe ich einmal. So. Startzentrale. Ich bin Topstalker, wie ich es gesagt habe, mit 25 Punkte. Und die Jets haben 24 Spiele. Das passt ja. Deswegen verstehe ich nicht. Mitte Saison. Mit 24 Spielen. Wir sind in der Division 3. Der Nashville ist immer eins voraus. Okay, und in der ganzen Liga sind wir und bleiben wir Achter. Okay. Ah, gut. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde. Das war's für diesen sportlichen Spieltag hier bei BR Pro. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen zum Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus BR Pro weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal, mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.